Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Ellerbach. Es geht weiter. Und zwar, jetzt haben wir das Feld abgeerntet. Beziehungsweise ist mir das Spiel wieder abgestürzt. Und ja, ich habe mir jetzt das, was an Zuckerrüben zusammengekommen ist, jetzt in den Anhänger reingegeben. Habe das Feld jetzt so gemacht, dass es abgeerntet ist. Und habe auch nochmal den Drescher das Ganze machen lassen. Aber das Problem, was ich habe, ist, sobald ich den Anhänger an den Drescher anhängen möchte, haut er mir das Spiel auseinander. Da macht er sofort einen Error. Ich weiß nicht warum oder wieso. Aber auf jeden Fall schmeißt er mir sofort einen Error. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, ob ich es irgendwie übergehen kann, indem ich sage, wir machen das manuelle Ankuppeln aus und kuppel den ganz normal an. Die Frage ist aber, ob es dann genauso ist. Also, ob es dann wieder so ist. Das ist halt die große Preisfrage. So, jetzt habe ich hier auch wieder auf alles geschissen und habe gesagt, er soll hier die Dings machen, die Wege, also die weiche Kanten sollte machen, aber na gut, vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Fahren wir halt nochmal ein bisschen durch die Gegend. So. So viel ist es ja nicht, was es hier zu holen gibt, aber naja. Besser haben als brauchen. Na toll, jetzt habe ich sogar noch was auf die. Da hinten ist auf die Straße draufgeschmissen. So. Sehr schön. Gut. Dann. Hier noch das bisschen. Aber wie gesagt, ich verstehe halt das Problem an dem Ganzen nicht, weil es ging ja vorher auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt von heute auf morgen einfach so nicht funktioniert. Es ging ja vorher. Das verwundert mich halt ein bisschen. Irgendwie. Warum das jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren soll. Aber wir werden gucken, ob das irgendwie anders funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Ich werde aber eine Sache direkt tun vorher. Und zwar speichern. Weil ich habe keine Lust, dass das Ganze jetzt nochmal passiert. Habe ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. So. Jetzt. Das Ding. So. Runter. Abkoppeln. Solche. Abkoppeln. So. Müsste sich das ja da zurechtpacken. Macht er. So, jetzt machen wir das manuelle Ankuppeln aus. Und jetzt mache ich mal den hier. Und gucken, ob er hier irgendwelche Probleme hat. So, wenn ich jetzt den hochmache. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht warum, aber es geht zumindest. So, den hier. Auskippen. Und dann fahren wir mit dem zurück zum Hof. Weil den müssen wir ja noch ausladen, den Kollegen. Die 7200 Liter wollen ja auch ins Silo. Deswegen. Einmal hier rum. Fahren wir wieder an dem tollen Hof vorbei. Den ich ja wirklich echt ganz cool finde. Auch hier so mit der Straßenführung. Also da hat sich auf jeden Fall der Map-Ersteller definitiv ein paar Gedanken gemacht, auch das so darzustellen, dass hier noch so kleine Grünflächen sind. Also dieses diese kleinen Kanten, dass das so detailgetreu ist, das ist schon sehr cool.
dass das auch noch so dargestellt wird. Das finde ich echt ganz cool, muss ich sagen. So, hier wollen wir links rum. Da kommt keiner, da kommt keiner. Also kann ich vorsichtig machen, weil ich komme ja bestimmt nicht. Ja, ich komme. Komm ich hier rum? Ich glaube nicht, oder? Nee. So ein kleines Stückchen zurück. Auch mal voll einschlagen. Ja, ist okay. Es wird halt eine kleine Operation, wenn hier. So. Große Maschine fordert große Sachen. Oder große Schwierigkeiten, so. Weißt du nicht, wie du da mit einem, keine Ahnung, mit so einem Therion oder so rauskommen willst? Ich glaube, da muss das, das Schneidwerk separat transportiert werden. Weil ich glaube, sonst kriegst du das da nicht raus. Oder man muss halt die hintere Ausfahrt nehmen. Dann könnte das eventuell was werden. Und ich wollte mal nach den Schafen gucken. Dass die versorgt sind. Wir haben ja, glaube ich, jetzt auf der 109 und 100 und auf der 100 haben wir ja, glaube ich, Gerste angesät, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder sowas in der Art. Irgendwie so war das doch. Oder nee, Hafer, genau, Hafer war's. Ui, 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 ui. Da kommen die Büsche. Da wollen wir nicht rennen. Genau, da müssen wir jetzt die 137 noch pflügen und dann wieder ansehen. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob es gepflügt werden muss, ob wir da oder ob wir da direkt drüber ansehen können. Ja, muss gepflügt werden, gut. Dann müssen wir da einmal drüber pflügen. Dann müssen wir uns einmal den New Holland nehmen und da mal den Pflug ansetzen. So, dann stellen wir jetzt... Oh nee, das mache ich... Oder? Mache ich das? Ich weiß es nicht. Spiel speichern. Aha, das funktioniert auf einmal. Warum auch immer. Naja, gut. Das können wir eh noch nicht hier. Bei den Groß... Wir werden jetzt einfach mal versuchen, ob es hier schon reingeht bei den Hühnern. Ob wir da was reinbekommen. Geht das schon? Nee, schade. Geht noch nicht. Warte, die Richtung muss ich... Jetzt noch mal. Immer noch nicht. Wie ist das denn? Oder ist voll? Kann natürlich auch sein, dass es voll ist. Ja. Tiere. Nö, voll ist es nicht. Und bei denen brauchen wir definitiv wieder was. Was war denn das? Ist... Nee, das ist falsch. Das hier war, glaube ich. Achso. So. Wenn das. Nee. Hä? Wie war denn das? Das ist doch das. Was weiß ich. Ich wollte eigentlich in das Futterübersichtsding gehen, aber irgendwie. Warum kommt denn jetzt hier ein Strauß aus dem? Ich weiß es nicht. Na gut, dann nicht. Dann gibt es keine Gerste. Dann geht das erstmal in die, ja. Geht das einmal ins Silo, da müssen wir aber den erstmal wegfahren. So. So. Das Bunkersilo ist fertig fermentiert. Sehr schön. Das heißt, da warten jetzt nochmal so um die, boah, wie viel werden da sein? 400.000 Liter waren das doch, glaube ich, oder? Drei, zwei, eins. Boah.
474.000 Liter Mais-Silage warten da auf uns. Boah, ist das geil. Ist das geil. Da wird so viel Geld gescheffelt. Ist das hier schon, warte mal, wird das hier schon angezeigt? Mais-Silage. Boah, 146.000 werden das. Im besten Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, aufgrund dessen, dass ich natürlich den einen Mod runtergenommen habe, haben wir doch bestimmt hier oben die eine Verkaufsstelle nicht mehr, oder? Ja, die ist weg. Das ist natürlich schade. Aber leider nicht zu ändern. Naja, gut. Das ist jetzt leider so. So. Da müssen wir einmal rumfahren, weil da werde ich nicht so rankommen. Es sei denn, ich fahre rückwärts dran. Weil, warte mal, wir haben doch hier eine Schrotmühle. Was kann ich denn damit schroten? Getreideschrot? Aber dafür muss ich Weizen, Gerste und Hafer zusammenbringen, dass ich Getreideschrot bekomme. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass ich, warte mal, das, was ist denn das? Das ist doch nur so ein einzelner Punkt. Hier, Futter über STG rechts, Umschalt rechts. Ach so. Ah, okay. Gras aufbereitet. Gras aufbereitet, Gras aufbereitet. Ich brauche nur Gras aufbereitet. Gut. Brauche nur Gras aufbereitet. Das wäre es eigentlich schon. Wobei, naja, frisches Gras würde eigentlich auch noch funktionieren, wenn man es so nimmt. Ansonsten haben wir ja eigentlich gar nichts. Ganz Pflanzensilage haben wir nicht. Lee haben wir nicht. Heupellets haben wir nicht. Frischmais haben wir nicht. Kartoffelschnetzel. Getreideschrot, tatsächlich. Kann man als Kraftfutter verwenden. Getreideschrot bringt aber nur 10%. Also das ist jetzt nicht unfassbar viel. Deswegen. Wobei ich aber eigentlich bei Hühnern gucken wollte. Sojabohnen, Weizen, Sorghum, Grundfutter, Mais, Korn, Schrot. Mais und Zuckerrüben und Zuckerrübenschnitzel. Also brauchen wir da nichts davon. Aber wenn, dann könnten wir das sowieso mit der Schaufel da reinfahren. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Drescher da irgendwie versuchen reinzudrücken. Weil es funktioniert sowieso nicht. Dafür ist das Rohr viel zu hoch. Deswegen. So. Dann machen wir das da rein. Das Silo ist fertig. Das heißt, wir können anfangen, das Silo auszuladen. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Ob wir uns dann, ja, wahrscheinlich schon einen, Förderband wäre natürlich nicht verkehrt, ist aber halt auch wieder die Sache, wo stellt man das wieder hin? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so viel Platz habe ich hier vorne nicht, um hier so ein riesiges Förderband hinzustellen. Und ich meine, es wird eh eine Weile dauern, weil 470.000 Liter, die wird man nicht einfach mal so wegschaffen. Und ich meine, das ist von zwei Feldern, also das muss man sich mal geben. So viel Mais, der da runtergekommen ist von zwei einzelnen Feldern, also 400.000 Liter, wobei man natürlich das auch wieder in Real Life sehen muss. Ich glaube, dann ist es gar nicht mehr so viel. Ich meine, da wird ja sicherlich einiges runterkommen, wenn man das in Real Life macht. Deswegen, also, das sieht jetzt wahrscheinlich nur viel aus. Ja, aber wir müssen halt gucken, wie wir das wegtransportiert kriegen. Und da haben wir es wieder. Und damit würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Es ist absolut schön und kann mir irgendjemand erzählen, warum das so ist. Ich verstehe es nicht. Skript? Keine Ahnung. Stack Overflow. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin hier tatsächlich aktuell ratlos. Und muss tatsächlich sagen, das war es mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.